Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem weiteren Bike-Vlog nach langer Zeit. Heute gehen wir auf den Pump-Track und dabei ist mein Kollege, der da vorne fährt. Aber davor noch kurz ein paar Infos, warum jetzt so lange nichts gekommen ist auf diesem Kanal. Wie ein paar von euch vielleicht gesehen haben, ist mein Gaming-Kanal in letzter Zeit ziemlich durch die Decke gegangen und deswegen habe ich mich auch eher darauf konzentriert. Bin aber nicht die ganze Zeit zu Hause rumgehangen und habe gegamed, sondern ich habe viele verschiedene Sachen gemacht, nur halt die Videos dazu noch nicht ganz fertig geschnitten. Nebenbei habe ich auch noch ein paar Videoaufträge gemacht und mir damit neues Equipment geleistet. Mittlerweile habe ich so 3-4 Videos, die fast fertig sind und die in den nächsten paar Wochen auf diesem Kanal erscheinen werden. Ihr könnt euch also wieder auf eine Menge Action freuen und ja. Außerdem habe ich den Kanal jetzt umbenannt auf ModMed Live, weil es dann besser passt mit ModMed Gaming und für meine professionellen Videoaufträge ModMed Studios. Und ja, auch das Logo wurde ein bisschen überarbeitet von meiner Schwester. Danke nochmal an dieser Stelle und jetzt geht's weiter mit dem Video. Jo, mein Kollege Thierry kann schon ziemlich gut Fahrrad fahren und Skateboard fahren. Aber er war noch nie auf dem Pumptrack und ja, das ist das erste Mal für ihn. Und bist du aufgeregt? Ja, schon ein bisschen. Ja, es kann nicht passieren. Also, es kann nicht viel passieren. Ja Leute, ich weiß, es sieht aus, als wäre ich der größte Lauf, weil ich meinen Sattel nicht runterkriege. Aber ohne Witz, das Ding war so verklemmt, ich könnte euch das gar nicht vorstellen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was diese komischen Streifen links und rechts sind, ich hatte leider an der GoPro was falsch eingestellt. Und wenn ich jetzt reinzoomen würde, würde man fast nichts von oben und unten sehen. Deswegen habe ich jetzt für die Pumptrack-Szenen das mit den Rändern gemacht. Alter. Ich? Nein. Ich sollte euch Backflip kommen. Ich sehe falsch nicht. Kamera ist ein bisschen im Weg. Bisschen scheiße zum Fahren. Aber ja. Diesen kleinen Double wollte ich dann noch springen, aber dann kam wieder der Klassiker auf dem Pumptrack. Kein Hate an dieser Stelle. Der Pumptrack ist natürlich für alle da, aber das funktioniert natürlich nur, wenn alle ein bisschen aufeinander schauen. Und ja, damit meine ich natürlich nicht nur die Scooter-Kids, sondern auch die, die etwas schneller unterwegs sind und ihre GoPro so montiert haben, dass sie fast nichts sehen. Da muss man halt mit allem rechnen und am besten immer einen Finger an der Bremse haben, sonst kommt es auf jeden Fall nicht gut raus. Naja, weiter geht's. Dann war mein Kollege an der Reihe und ich habe ihm kurz gezeigt, wie ein Fahrrad funktioniert. Hinterradbremse, Vorderradbremse, ja. Aber wie es aussieht, war das gar nicht nötig, weil er es direkt beim ersten Versuch geschafft, um den ganzen Pumptrack zu pumpen. Und das ist echt richtig beeindruckend. Alter, wurde gut! Oh, oh, Lektion Nummer 1. Also da in der Kurve sollst du nie rausfahren. Hat Schnauze? Geil, geil. Ich habe einfach vergessen zu schnippen. So, ich probiere jetzt mal ein paar Wheelies zu machen mit dem Bike von meinen Kollegen. Alter Schwede. Also ich glaube, der Sattel ist zu hoch. Wie macht man den Sattel aber? Das ist verdammt hoch. Das muss ich drücken. Ja, und dann drauf. Ah, oh, nice. Okay. Oh. Okay. Immer zuerst gucken, ob die Bremse zieht. Boah, geil, die zieht. Boah, holy s***. Boah, das ist echt schwer zum Hochziehen. Aber wenn man es mal oben hat, dann ist es mega nice zum Wheelie machen. Voll stabil. Ja, eigentlich voll geil. Ich glaube, jetzt Kurven fahren ist aber... Oh. Nice Bunny Hop. Was ist das? Beim Enduro hilft es zum Wheelie machen echt sehr, wenn man die hintere Federung blockieren kann. Oh ja, nice! One hand. Okay, der Sitz ist ein bisschen rutschig. Die schalte ich jetzt Gang hoch. Oh, f***! Hä, wie schaltet man? Ach, da! Jetzt eine Kurve. Oh. Bisschen Offroad, oh shit! Und jetzt Pumptrack mit Enduro. Alter. Okay, der Sattel ist sowas von im Weg. Geiler Abgang. Also weißt du, es würde eigentlich gar nicht, man müsste da absagen. So. Ja, also für den Pumptrack ist das Enduro auf jeden Fall nicht geeignet, aber ja. Dann wollten wir noch mit dem Skateboard versuchen, auf dem Pumptrack zu fahren. Ich habe das schon ein, zwei Mal versucht. Im ersten Versuch bin ich auf Schnorren gegangen. Oha, geil, wieso hast du da andere Farben von der Motor? Das ist geil, oder? Ja, voll, klasse. Gibt es echt einen... Aha, ich will das rollen? Ja. Aber ich roll einfach mal rollen. Vor der Kurve habe ich Angst, also. Aber ja, ich bin eh nicht so der Skater. Bin mal gespannt, wie mein Kollege so fährt. Hä? Das ist einfach mal Kurve. Ja, dann muss ich auch noch ein paar Kickflips mit Flips machen fürs Video. Ich kann auch einen Trick übrigens.
Auf jeden Fall haben wir dann die ganze Zeit versucht, diese Kurve zu kriegen, aber ich hatte einfach zu wenig Vertrauen ins Board. Ein bisschen schneller wärst du noch über die Kurve gegangen, hätte jetzt dann. Oh, shit! Nice! Oh! Aber dafür hat der andere einen Unfall gemacht. Geht's? Das Einzige, wo ich ein bisschen Schiss davon habe, ist so das, der typische Skater-Crack da. So der Pain auf die Kurve. Da bleibt das einfach stehen. Das... Yes! Nice, Alter! Oh, das war schon so ein Trick gewesen. Ein No-Board. That's right, though. Thierry hat nachher auch die ganze Runde mit dem Skateboard geschafft und er ist wie gesagt zum ersten Mal auf dem Pumptrack. Also richtig krasse Leistung auf jeden Fall. Oh shit. Irgendwie nicht so einfach, wie ich mir vorgestellt habe. Olli! Boah, Digga, Mann. Danach wollte er aber auch die ersten Doubles mit dem Bike springen und naja. Mann, der will ihn schaffen. So schnell wie du kannst einfach. Gut, das lassen wir jetzt mal durchgehen. Und ich wollte natürlich auch noch ein paar Doubles springen. Und ja, das ging besser als auch schon. Und zum Abschluss gibt es noch ein paar Wheelies. Ja, die. Shit, was für eine Aufnahme. Ja. Danke vielmals fürs Zuschauen und danke auch an all die Leute, die immer wieder gefragt haben, wann endlich wieder ein Video kommt. Insbesondere Jan, der schon alle Videos mehrmals angeschaut hat. Richtig nice und ich werde auf jeden Fall versuchen, in Zukunft wieder regelmäßig auf diesem Kanal hochzuladen. Jo, danke und bis zum nächsten Mal. Peace.